Oh, Freunde der Lobs. Mit der immer noch Lobs ist ein sehr cooles Wort. Kommen zurück bei Ratchet & Clank Rift Apart. So, ich habe jetzt alle Lobs eingesammelt. Keine mehr da. Und jetzt reden wir mit ihm, um unsere Belohnung abzuholen. Und Bruder Lombok schafft es schon wieder. Hier ist ein echt krasser Brustpanzer, passend zu den obercoolen Beinschienen. Das Einzige, was jetzt noch fehlt, ist ein krasser Helm. Ich weiß gar nicht, wenn du den Rest Du hast der Lobs gerade die Lombax-Geschichte für Generationen. Die Text überlagert. Meine Brüder und ich. Beziehungsweise das Audio. Jetzt haben wir die komplette Rüstung. Bruder. Ödler-Downfit. Jetzt will ich doch mal das anziehen, weil es mich interessiert, wie das Ganze aussieht. Das 3. Wow. Richtig gefährlich. Nice. Ich glaube, ich trage das jetzt. Gefällt mir. Na gut, dann können wir auch zu unserem Schiff zurück. Wobei, den Goldbolt würde ich noch gerne mitnehmen. Das Dimensionsportal habe ich noch gemacht. Das lag noch gerade auf dem Weg, aber den Goldbolt, den würde ich mir schon noch gerne holen. Wenn ich ihn ja gerade hier auf der Karte erblicke. Nehmen wir den gerade mit. Hier gibt es bestimmt noch ein paar. Die Map. Die Map, die Karte. Will nicht so, wie ich will. Ist das Ding mobil? Oh, Tatsache. Stehen geblieben. Von 25. Was macht denn der hier? Musikpaket. Okay. Hier gibt es bestimmt noch mehr. Da ist was. Ist auch ein Dimensionsspalte? Rüstungskapsel. Okay, dann lass uns die nochmal mitnehmen hier. Da sind auch noch ein paar Raritanium. Hier der Anfang. Ne, es scheint das Ende zu sein. Wo fange ich denn an? Das ist ein Rundlauf, kann das sein? Könnte ein Rundlauf sein, ja. Drei Raritanium. Hä? Kapsel ist. Achso. Weil ich es anvisiert habe auf der Map. Noch eine Dimensionsspalte. Dann lass uns die mal mitnehmen. Nicht fein. Kein Problem. Auch das geht doch. Die Dimensionsspalte, die ich vorher gemacht habe, war ähnlich. Mit so Jump Pads. Das war sogar noch schwieriger, weil da so Explosionsdinger noch im Weg waren. War eins kaputt. Also. Easy. Bin hier der Sammler vom Herrn. Lombax Hetoriana.
Dimension sein können. Okay, haben wir das noch mitgenommen? So, dann mal wieder zum eigentlichen Ziel. Gegner lasse ich mal getrost beiseite. Das gehört mir. Roboterpirat. Okay, hier gibt es noch einen Bot irgendwo zu finden, aber ich weiß jetzt partout nicht wo. Aber wie gesagt, das sind so Sachen, das kann ich auch noch später machen. Ich habe mir jetzt erstmal nur die Sachen hier mitgenommen, von denen ich weiß, die sind hier nicht weit weg und sie sind auf der Karte sichtbar. So, dann wieder zurück zum Schiff. Frage ist, wie komme ich denn wieder zum Schiff? Bin er da irgendwie rübergesprungen? Das war hier, ne? No. Mit Hyperspeed! Können wir mit Hyperspeed wieder zurück? Oder auch nicht. Den Rest joggen wir. Hä? Hey. Achso, so ein Sprungpilz. Mach's gut, Gary. Bis zum nächsten Mal. Oh, wieder Nachrichten. Hört ihr das? Genau so klingt es, wenn ich Lügen zerstöre. Dreckige, üble Lügen. Sie sagen, diese Dimension ist instabil. Wir werden in eine formlose Leere gesaugt. Falsch. Und wer was anderes glaubt, dem befehle ich, seine Augen in die Verbrennungsanlage zu werfen, weil sie offensichtlich nicht funktioniert. Noch wichtiger. Die Lombax-Vandalen sind nicht entkommen. Die hätten sie. Wenn ich sie noch nicht mal geschnappt hatte. Ihr Schwachköpfe! Hier! Ihr wollt die Wahrheit. Mein Lombax-Kopfgeld beträgt jetzt 27 Squint-Schillionen Nefari-Taler. Seht es euch an! So viel, so real, so absolut nicht gefälscht. Und es gehört alles euch, wenn ihr diese blöden Lombaxe fangt! Euer Nefarius scheint genauso fies zu sein wie unserer. Ja, er ist echt speziell. Er ist super speziell. Okay, was haben wir denn noch? Repariert das kaputte Phasenquarz. Phasenquarz reparieren. Das war eine Mission Bauen für uns. Wir uns einen Dimensionator. Da wir die letzten Missionen mit Rivet gespielt haben, würde ich noch sagen, wir machen jetzt diese Mission noch mit Clank weiter. Und dann in der nächsten
Mission geht's dann mit ihr wieder weiter. Dann auf geht's. Das ist ein Ozean. Ziemlich cool, oder? Und stell dir vor, wenn wir dieses Ding schmieden und die Dimension retten, kannst du ein ganzes Universum erkunden. Hast du denn keine Angst vor der Zukunft? Wo doch so viel ungewiss ist. Ich hab schon, Du hast auf Savali gefragt, ob ich meine Familie finden will. Eine lange Zeit wollte ich das auch. Ich meine, das wollte ich wirklich. Aber je näher ich diesem Ziel kam, was, wenn sie ganz anders sind? Was, wenn sie mich ganz furchtbar finden? Ich meine... Okay. Wir sind da. Die Kedaro-Station birgt die geheimsten Forschungen des Imperators und die einzige Rubion-Schmiede, die mächtig genug für den Bau des Dimensionators ist. Also unsere einzige Chance. Gut zu wissen. Unsere Proteinverflieferung ist da. Nein. Lombax. Lombax. Der Aufzug kommt runter. Hoffentlich ist das nicht der einzige Weg in die Station. Umso länger das Schild aufgeladen bleibt, desto mehr Schaden verursache ich, oder wie? Na, ein Schild. Seht ihr richtig. Leer. Nimm mal die stärkste Waffe in meinem Arsenal. Wegen der Abriegelung ist der Haupteingang wohl tabu. Können wir uns umsehen? Es muss noch einen Weg geben. Den gibt es bestimmt. So eine Möglichkeit gäbe, darüber zu kommen. Hm. Sind die irgendwas? Anscheinend nicht. Da hoch. Sieht schon sehr geil aus mit dem Raytracing, dass es so eine exakte Spiegelung ist und dass es nicht mehr mit Green Space Reflections gibt das. Sondern wirkliche Lichtberechnung. Über den Grafikchip laufen. In der PS5. Wow. Nur einer. Gut, die meisten habe ich erledigt. Friere deinen Feind ein mit Miss Zurkons neuester Errungenschaft, der Kaltfront. Hey, Waffen, ey, und ich kann sie nicht kaufen, weil die so scheiß teuer sind. Du musst noch ein paar Schurken erledigen, bevor du die hier aufrüsten kannst. Ja, das stimmt. Weil die Waffe ist noch nicht, also sie ist zwar auf 100% geupgradet, aber die noch nicht. Dazu brauchst du erst ein höheres Level. Level 4 ist ja aktuell, ich brauche Level 5. Na los, rüste das Ding auf! Ja, stress nicht. Meta-Detonator. Detonation. Der Executioner. So heißt die Waffe jetzt. Hat nämlich 4 Läufe. Maximale Reichweite.
Die ist jetzt Stufe 5. Da ändern sich auch die Namen der Waffen anscheinend. Das war ja mit unserem ersten Blaster genauso. 100%. Das nenne ich Vollstreckung der nächsten Generation. Verbessere das böse Mädchen, um mehr Aufrüstungen zu erhalten. Oh, und könnte eigentlich auch mal was vertragen. Wird das Bewegungstempo. Aktionslimit. Explosionsradius. Okay. Bis zum nächsten Mal. Das hat sich doch gelohnt jetzt. Das hat die Waffe hier. Ordentlich Wumms. Guck mal hier, 4 Läufe. Bam. Oh, das ist Blizzon. Ein übliches Element zur Energiespeicherung. Aber wieso sieht es so... Wie wusste ich's doch? Das Blizzon muss die überschüssige Energie des Dimensionschaos absorbiert haben. Hm. Wir sind in eine andere Dimension gelangt. Eine verlassene Dimension, wie es aussieht. Der ist auch noch schneit. Verrückt. Aber da kommen wir rein. Aufzug. Hm. Komplett verlassen hier. Ratchet, ich habe meine Familie auch nie kennengelernt. Den Imperator nicht mitgezählt. In dem Fall kann es dir schlimmer nicht ergehen. Geteilt ist leid. Aber selbst wenn die Lombaxe die weltbeste Familie sind, könnten sie von mir enttäuscht sein. Wieso? Du bist ein Held. Ich habe Schurken erledigt, ja. Aber sie erfanden so viele geniale Dinge. Du bist einfach zu bescheiden. Mag sein. Aber ich mag mein Leben in meiner Dimension, Kid. Das will ich nicht riskieren. Apropos Risiko. Wenn die Kedaro-Station in dieser Dimension existiert, meinst du die Rubion-Schmiede auch? Möglich. Aber so wie hier alles aussieht, wer weiß, ob sie funktioniert. Wir suchen uns dann lieber noch mehr Blizzon und kehren in die andere Dimension zurück. Hätten wir noch eine Sidequest? Nee, aktuell nicht. Gruselig hier. Es ist dunkel. Etwas Metroid-mäßiges. Finde die Rubion-Schmiede. Ist am Ende des Ganges. Meinst du, hier wurden Pflanzen erforscht? Vielleicht. Oder etwas ist aus einem Behälter ausgebrochen. Oh. Ist das ein Amöboid? Scheint wohl so. Reingeschafft. Und die Tür ist kaputt. Und hier ist ein Goldbolt. Aber wo schraubt man den ein? Ja. 10 von 25, fehlen noch 15. Wir haben noch Rüstungsteile bekommen. Aha. Stimmt. Das Set haben wir voll und das ist neu. Erfahrung. SP kriegt man dadurch. Nice. Ich habe mich ein Stück nach vorne geworbt. Passt schon. Es war ein Amulett. Schieß weiter, sonst sind wir erledigt. Ich würde sagen, vielleicht? Weiß man nicht, vielleicht gibt es noch mehr. Sie hängen irgendwo rum. Liegt da was? Ach, das ist ein Fisch. Noch mehr von denen.
vermehren sich wohl in allen Dimensionen. Kann ihre Mägen knurren hören? Die wollen uns essen? Sind wir denn überhaupt Macker? So, Lombax und so? Lombax-Fleisch? Ein Schlauchboot. Gute Raritanium, nicht vergessen. Und denn da draußen noch alles rum? Ist ja verrückt. Was hier nicht alles gibt. Die Tür ist zu. Gehen wir weiter. Okay. Sorry. Ich dachte, du bist jemand anders. Bist du aber nicht. Geht es ihm gut? Ich bin Ratchet. Oh, das ist toll. Hallo, Ratchet. Suchst du nach mir? Das wäre auch toll. Darf ich dich Chad nennen? Nein. Und nein. Ich, brauche etwas Blizzon. Oho, ich weiß den perfekten Ort. Aber mein Zugriffsarm ist ins Wasser gefallen. Ich muss es ablassen. Aber wie, Ratch, wie? Ganz ruhig. Ich regle das. Okay. Wenn der Raum leicht überflutet wird, ist die Pumpensteuerung bestimmt irgendwo hoch oben. Deswegen auch hier die ganzen Boote. Wahrscheinlich ist ins Wasser fallen keine gute Idee. Da. Hallo. Wir wollen in eine andere Dimension, um dort die Rubion-Schmiede zu nutzen. Oh, wir haben eine hier. Läuft leider schon nicht. So, da ist die Pumpensteuerung. Dann können wir das Wasser bestimmt ablassen. Und jetzt sind die Fische auf dem Trockenen gelandet. Ah. Ach, mein Lieblingsort. Hier lang. Wie will er hin? Gibt es hier noch irgendwas, da das Wasser abgelassen wurde? Für mich. Nein. Kein Goldbolt oder irgendwas. Damit kann ich springen. Ah, Raritanium. Nehme ich gern mit. 3 Stück. Okay. Ist dieser Zugriffsarm so etwas wie eine Art Schlüssel? Schlüssel meinst du leicht und sicher Knöpfe zu drücken, dann ja. Was? Gleich davon ist ein Aufzug, der uns zu einem von diesen hübschen, leuchtenden Kristallen bringt. Was war das? Was ist das? Das ist Safti, mein bester Freund. Manchmal will er mich umbringen, aber er kann toll zuhören. Er will Safti? Dich töten? Wenn ihr auch Freunde werdet, könnt ihr ihn Säftchen nennen oder Saftini oder SAF. Oh, ein schöner Spitzname. Wenn du sagst, bin ich so von überzeugt. Wer läuft da durch? Da unten ist Raritanium, das will ich mitnehmen. Schlauchboot. Da, der Aufzug. Bam. Ich drücke schnell den Knopf mit dem alten Zugriffsarm. Mach das mal. Nein, mein Zugriffsarm, er funktioniert nicht mehr. Er ist nur noch ein Arm, was für ein Unsinn ist. Oh, nein, der Strom ist aus. Ich muss ihn einfach wieder einschalten. Überlass das uns, Schrottbot. Ich guck dir mal noch die Ecken ab, ob nicht noch irgendwo was liegt. Die Amalboiden haben uns gefunden. Neu. Und haben Hunger. Der Boss. Aber wir haben gegen meinen Executioner keine Chance. Der Große! Der Große!
dass sie sich dann teilen, wenn sie einmal getroffen wurden. Ist er runtergefallen? Oh, da kommt er wieder. Waren sie alle. Okay, jetzt kommen wir hier rüber. Okay. Und los geht's. Ratchetti, hast du vor, den Aufzug zu betreten? Jetzt vielleicht? Komm her schon. Oh, Raritanium. Gut gemacht, das war echt... Ah. Oh, so verspielt habe ich Safti noch nie erlebt. Das ist verspielt? Dann will ich nicht wissen, wie er ist, wenn er wütend ist. Macht sein Ding, aber euch scheint er aktiv zu jagen. Ich bin neidisch. Das ist mit ihm nicht richtig. Da ist es, mein Lieblings-Bison der ganzen Station. Es funkelt so herrlich, dass man 6 Stunden lang anstarrt. Tja, dann heißt es jetzt wohl lebewohl. Danke für all die Hilfe, Schrottbot. Rara und Kitty. So aus, als bräuchte ich das noch. Damit müssen wir rübersliden. Geschafft. Mach's gut, Safti. Wo kommt ihr denn her? Wer? Noch eine Dimension? Noch eine? Sind wir nicht in der richtigen? Bin verwirrt. Die Rubion-Schmiede müsste da vorne sein. Da hinten ist noch Raritanium jede Menge. Ah, guck mal, wer da ist. Was machst du denn hier? Ist eine ganz witzige Geschichte. Rede ich mit dir? Nein, du redest mit mir. Hier ist alles abgeriegelt. Wie seid du und dein Ross hier reingekommen? Ich inspiziere eure Anlage, weil sie so weiß ist. Und orange. Ich bin nämlich Innendekorateurin. Erster Klasse. Der Imperator wollte eine Umgestaltung. Als Überraschung für dich und dein Team. Und jetzt hast du es ruiniert. Das würde ich dem Imperator nie antun. Bitte, kommt rein und betrachtet meinen Speicher als gelöscht. Sehr clever, Dekorateurin Kit. Was machen wir jetzt? Wenn wir mit den Forschern plaudern, legt sich ihr Misstrauen vielleicht. Oder wir gehen direkt zur Schmiedesteuerung und bauen den Dimensionator. Die Schmiede scheint von der Plattform da oben aus gesteuert zu werden. So, ein Raritanium nehmen wir noch mit. Schmiede den Dimensionator. Da ist noch ein Bot. Hier auf der Map angezeigt. Ist der da drin? Irgendwo oben. Aber wie komme ich hoch? Ah. Also. Sieh mal an. Weil ich kriege doch eine ultimative Waffe, wenn ich alle sammle. 6 Stück fehlen noch. Werden nur unter enormem Druck.
Druck produziert. Welchen besseren Ort gäbe es also für eine experimentelle Schmiede als die erdrückenden Tiefen von Cordelions grenzenlosen Ozeanen? Die Kedaro-Station ist eine der sichersten Anlagen des Imperators. Sie verwendet eine geheime Energiequelle, um ihre Rubion-Schmiede zu betreiben, die härtesten Metalle bearbeiten kann, für die Herstellung der filigransten Schaltkreise. Kein Wunder, dass diese Anlage Gerüchten zufolge der Geburtsort sämtlicher Battlemechs, Rüstungen und Espressomaschinen des Imperators ist. Espressomaschinen werden hergestellt? Cool, krieg ich eine. Na gut. Achso, unsichtbare Wand. Okay, und jetzt? Wie denn dem Resonator? Hier hin. Da oben. Ach, in das Terminal. Okay. Baupläne hochgeladen. Schauen wir mal. Mhm. Verstehe. Improvisierst du gerade? Komm schon. Oh. Ich hab die Schmiede nur mit Hilfsstrom betrieben? Der Hauptstromschalter ist genau da. Ah, war nur ein Belastungstest. Mal sehen. Ja, alles zerbricht. Völlig korrekt. Nichts wie weg hier bevor. Ah. Ergreift diese Scharlatane. Wieso ging die Schmiede nicht? Die Energie war wohl zu niedrig. Aber der andere Knopf sah nicht richtig aus. Du wolltest doch nicht improvisieren. Tu ich nicht. Ich handle intuitiv. Überall Security. Wir müssen hier raus. Was ist mit dem... Aber wohin? Uns fällt schon was ein. Wie in eine andere Dimension. Innendekorateure? Wie konntet ihr nur auf so einen dämlichen... Sie hatten nicht einmal Ausweise dabei! Fällt euch jetzt auf, ne? Keiner hat uns ja kontrolliert. Achso, wir sind eingedrungen. Na gut. Das waren nicht die letzten. Wir brauchen einen Fluchtweg. Und wenn wir Blizzon nehmen? Gute Idee. Eine Monsterdimension wirkt gerade ziemlich verlockend. Da ist ein Blizzon. Das ist unser Ausweg. Keine Munition mehr. Damit? Achso, ich brauche es. Oh je. Au.
perfekte Gelegenheit, um die Waffen zu leveln. Das muss der letzte gewesen sein. Okay, dann weg hier. Was machen wir jetzt? Das war die einzige Rubion-Schmiede, die den Dimensionator bauen konnte. In dieser Dimension ist noch eine. Vielleicht bekommen wir sie wieder in Gang. Ist noch ein Dimensionsspalt. Ab dafür. Aus irgendeinem Grund geben mir all diese Rettungsboote kein sicheres Gefühl. Rettungsboote? Hier. So, die bleiben nur eine gewisse Zeit lang. Geschafft. Cool. Ein weiteres Rüstungsteil gesellt sich zu unserer Sammlung. Captain Starshield. Komm ich zurück? Ah. Ein Riss. Sehr gut. Hier hoch kann, bedeutet doch was. Ist irgendwas versteckt? Kann auch ein Missverständnis sein. Ich dachte, Raritanium wäre vielleicht hier. Nee, ist nicht. Er wieder. Ah, Schrottbot, was ist nötig, damit deine Rubion-Schmiede wieder läuft? Tja, das ist das Energieproblem. Und ohne Energie hat irgendein fieses Virus das System infiziert. Es läuft erst wieder, wenn es gereinigt ist. Ich glaube, dafür habe ich genau die richtige Freundin. Du hast freie Hand, Glitch. Okay, dann mal los. Zeit wieder für ein Minispiel. Mit Glitch. Sie sind überall. Was? Der Impuls? Mach den. Jetzt fliegen sie auch noch? Na und? Sie werden trotzdem genauso gelöscht. Bin gespannt. Ja, Impuls, Feuer. Ah. Stehe. Krieg ich den denn auf? Von hier kam ich doch.
Ah, da. Was? Blitzinfektoren? L2. Was macht den? So, das. Elektrowaffen? Wodurch? Welche Schalter fehlen mir denn noch? Also irgendwie fehlt mir noch was. Hier muss ich noch was aktivieren. Aber wo? Wo ist die Frage? Wo ist das Schalterchen, was mir noch fehlt? Hier. Ah. Das sieht gut aus. Ja, der Computer kommt langsam wieder online. Was bedeutet, dass die Firewall jetzt wieder komplett frei sein sollte? Ja. Mal schauen. Ah ja. Das haben wir geschafft. Ich muss sagen, dadurch, dass es diese Minispiele gibt, ist es extrem abwechslungsreich, das Spiel. Nicht mit mir, Virus. So viel Angst vor der bösen Glitch. Tja, das ist auch gut so, denn ich habe da... Oh je. Aber was für eine. Charge complete. Oh je. Wer sagt das? Zeig dich! Das Virus? Jemand muss sie stoppen, bevor sie sich noch weiterentwickeln. Aber das ist hier kein Problem. Die Rubion-Schmiede ist jetzt wieder sauber. Also kannst du übernehmen, Ratchet. Gemacht, Glitch. Dann können wir jetzt die Rubion-Schmiede wieder in Gang setzen. Glitch. Danke. Gut gemacht, Ratcho. Du kannst die Schmiede anschalten. Wie machen wir das? Ah, indem wir die Energiequelle finden. Zuletzt habe ich sie die Treppe hoch in den Buchschleuse gesehen. Aber unter uns ist etwas gruselig taub. Hier ist noch Raritanium irgendwo. Geh direkt drauf zu.
oben wahrscheinlich, oder? Da oben. Jawohl, ja. Wie in der anderen Dimension. Okay, und jetzt müssen wir hier das Terminal bedienen. Ja, wie es aussieht, müssen wir hier runter. Das ist eine heftige Tür. Was ist denn hier? Hier wird sicher die Energie für die Schmiede erzeugt. Aber hier ist nichts. Hält uns der Schrottbot zum Narren? Keine Ahnung. Aber wenn hier wirklich die Energiequelle fehlt, holen wir sie doch aus der anderen Dimension. Aus der, in der die gesamte Station nach uns sucht? Bis uns etwas Besseres einfällt. Los, suchen wir uns etwas Blizzard. Suchen wir uns etwas Blizzard. So komme ich nicht rüber. Da drüben sind noch Kisten, aber habe ich von hier aus nicht. Ist das? Es ist es. Aber um dieses Problem kümmern wir uns das nächste Mal, wenn es dann weitergeht mit Ratchet & Clank Rift Apart. Ich bin erstmal raus für heute, sage schon mal vielen Dank fürs Zusehen und hoffe, ihr seid das nächste Mal wieder dabei, wenn es hier in dieser Unterwasserstation weitergeht, wo wir den Dimensionator wiederherstellen müssen. Also, bis zum nächsten Mal.